So Leute, willkommen zurück und vielen Dank für eure Geduld. Nun ist es endlich da, das Auflösungsvideo. Ihr habt folgendermaßen abgestimmt. Ja, 11 Leute waren für mich, 19 Leute waren für Sushi und ich würde sagen, ich werde euch nur mal ein paar Kommentare kommentieren bzw. erzählen, die wir zum Beispiel gelesen haben. Es waren Sachen dabei wie Sushi! Sushi wird gewinnen, sorry Ben. Ben! Ben, ist um dein Leben. Oder auch tolle Kommentare wie Sushi hat Hamsterbacken, er wird gewinnen. Ja, ich würde sagen, wir reden dann nicht lange weiter und zeigen euch die Auflösung. Also viel Spaß. Okay, 3, 2, 1, los. So, wir haben das Rennen gestartet. Beide haben reingebissen. Mal sehen, was passiert. Ah, das sieht gut aus für Ben. Aber sie müssen lachen. Nicht lachen. Warum? Ja, sieht sehr elegant aus. Die Munder voll geschmiert. So, jetzt sind sie ungefähr gleich weit. Ein Stück. Im ersten ist schon schlecht. Na, mal sehen, wie es wird. So, so schon die ersten geschafft. Ben hat den ersten auch geschafft. So. Hau Egal. rein, hau rein, los! Wir haben ja noch nicht angefangen. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Ah. So, die erste von Sushi wurde bebissen. Und Ben startet den zweiten nach einer kurzen Verschnaufpause. Also ich muss ja sagen, ich finde ja den Cheeseburger so eklig. Lecker. Oh, ich finde die so eklig. Vom McDonald's. Uäh. Ein bisschen Schleichwerbung. Wir waren bei McDonald's und haben die Tüten umgetauscht, aber kein Problem. Wir waren bei Burger King. Sieht man ja, ne? Ja, mit dem Grünstück. Halt mal! Ja, das war's. So, Ben hat den zweiten im Mund. Und Sushi übrigens auch. So, jetzt, wer es aufgekaut hat, so, dann darf ich den dritten nehmen. Oh, das sieht aus, als wäre Ben. Nein, Sushi, nein. Doch, doch, Sushi, gut. Automatisch gewonnen, weil er zum dritten gegriffen hat. Ja, Sushi hat gewonnen. Einen kleinen Applaus nochmal für die Ente. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet Spaß an der ganzen Sache. Und eventuell habt ihr weitere Ideen für kleinere Wettkämpfe, die wir vielleicht machen können. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt sie uns. Vielleicht setzen wir etwas in die Tat um. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Ben und eure Ente. Bis dann.